Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Du wolltest vermutlich, woran hat es denn letztlich gelegen? War es die rote Karte für Tobias Jänicke? Ich glaube, jetzt darüber zu spekulieren, bringt uns nicht viel. Ich glaube einfach, dass wir die Flanken in die Box von außen nicht so gut verteidigt haben. Dann immer da irgendwie der Ball durchgerutscht ist, da stand dann immer jemand von denen. Dann, ja, die rote Karte ist halt ein bisschen bitter. Aber war im Endeffekt auch nur ein Standard gewesen, wo wir auch nicht richtig aufpassen. Ja, ich sage einfach, erste Hälfte läuft auch wirklich dann einfach alles gegen uns, was gegen uns laufen kann. So ehrlich muss man dann auch einfach sein. Und zweite Hälfte war es dann ja auch nur noch Schadensbegrenzung gewesen. Haben es dann halt versucht, defensiv ein bisschen aufzufangen, aber im Endeffekt läuft schon sehr, sehr viel gegen uns. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auf uns gucken und haben uns jetzt selber zuzuschreiben. Ja, also mit 10 Mann war einfach auch nicht mehr drin in der zweiten Hälfte. So hat man auch den Eindruck da. Nee, ich glaube einfach, wir haben versucht, halt gut hinten zu stehen, noch den einen oder anderen Konter zu setzen. Ich glaube, wenn wir da noch dann vielleicht einen Anschluss treffen, dann kann man über alles nochmal nachdenken oder schauen, was noch geht. So war es einfach ja, schwer gewesen, haben dann defensiver gestanden und haben versucht, noch das Beste draus zu machen. Ja, ich glaube, ja, durch die rote Karte ist es dann auch schwierig für eine Mannschaft, nochmal zurückzukommen. Klar, den Elfmeter, da habe ich nochmal keinen Powerschub von denen. Aber ja, das ist, wenn man so lange Unterzahl spielt, das ist eigentlich fast eine Frage der Zeit, weil du einfach ja, viel mehr unterwegs bist, viel mehr laufen musst und viel größere Räume zu verteidigen hast. Und ja, dass wir dann 3 schnelle Tore noch vor der Halbzeit machen, ja, passt natürlich auch in unseren Plan mit rein. Und dann, ja, dann ist es auch schwer für Saarbrücken zurückzumachen. Ja, in der zweiten Hälfte hat man ein bisschen zurückgenommen. Das war Absicht, oder? Ja, also ich denke, wir wollen jetzt nicht in irgendwelche unnötigen Konter reinlaufen. Deswegen ja, haben wir vielleicht auch ein bisschen das Ergebnis verwaltet und ja, dass wir uns da kein blöden Konter mehr oder ähnliches fand. Und ja, das war so der Matchplan dann für die zweite Hälfte. Ja, ich danke dir. Danke auch. Also ja, klar, beeinflusst das Spiel enorm, wirft alles auch über den Haufen. War auch eine rote Karte, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber ich glaube, jetzt steckert für uns das 1-0 danach, weil, glaube ich, mit dem gehaltenen Elfmeter haben wir schon noch mal einen Push gehabt eigentlich, waren da. Aber das Gegentor, glaube ich, hat uns dann den Mut genommen. Und Elversberg spielt sie natürlich auch gut und ja, ein gebrauchter Tag, dann geht zu Ende. Schon wieder einer? Ja, es gibt halt so eine Phase. Das ist im Fußball so. Das wussten wir vorher schon, dass das passieren kann. Da muss man sich halt gegen wehren jetzt. Da sind wir jetzt als Mannschaft gefragt und im ganzen Team. Aber es gibt ja auch Sachen, die in den letzten Wochen gut waren. Es war nicht alles schlecht. Und von daher bin ich guten Mutes, dass wir nächste Woche da auch ja, wieder was gut machen können. Ja, herzlich willkommen zum Nachspielanalyse hier im Ludwigspark nach dem Spitzenspiel der dritten Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg. Endstand 0-4 vor 15.154 Zuschauern. Wir gucken auf das Spiel mit den beiden Trainern Horst Steffen. Hallo, und unserem Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Hallo. Wie immer, der Gast, das erste Wort. Bitte schön, Horst. Ja, dass ich zufrieden bin, ist, glaube ich, klar. Wir hatten eine Anfangsphase, wo ich ein bisschen unruhig war, wo wir ein paar Fehler hatten, etwas nervöser wirkten, als wir das normalerweise sind. Und spielentscheidend war sicherlich dann auch diese mit der Situation mit der roten Karte. Danach war es so, dass wir auch auf die Tube gedrückt haben und dann eben auch schöne Tore noch vor der Halbzeit geschafft haben. Ja, und damit war das Gefühl da, wir können das in die Zeit bringen. Und so haben wir dann die zweite Halbzeit das auch angegangen, sind seriös mit umgegangen, ohne nochmal richtig Tempo nach vorne zu machen. Aber wir haben viel den Ball gehabt und wenig zugelassen. Klar gab es auch nochmal einen Elfmeter, der dann auch von Nico nochmal schön gehalten wurde, der sich auszeichnen konnte. Und ein, zwei Situationen, die Saarbrücken dann noch hatte. Aber letztendlich bin ich natürlich sehr zufrieden mit einem Auswärtssieg hier. Da was zu holen, ist für uns nicht einfach gewesen und wir haben das gut gespielt am Ende. Und ja, das freut mich sehr. Ich wünsche euch gute Zeiten, gute Spiele in der nächsten Zeit. Bis dann. Ciao. Rüdiger, gab es so was Ähnliches wie einen Knackpunkt im Spiel? War das, die rote Karte oder vielleicht sogar schon vorher die Verletzung von Bonnet? Ja, hallo erstmal. Ich glaube, es gab in der ersten Halbzeit ein paar oder viele Sachen, die gegen uns gelaufen sind. Zum einen natürlich die Verletzung von Bonnet Ferro und letztlich, Kollege spricht es ja an,
glaube, die rote Karte dann über einen langen Zeitraum in Unterzahl zu spielen, ist einfach schwierig gegen eine spielstarke Mannschaft. Letztlich aber die Tore aber zu einfach kassiert. Ich glaube, das 1-0 in der Gleichzahl, noch Flanke im Halbfeld. Und insbesondere aber das 2-0 und 3-0 müssen wir, glaube ich, besser verteidigen. Ist einfach so, dass wir beim zweiten eine Überzahlsituation waren, 2 gegen 1 im 16er. Der Stürmer kommt zum Ball und das dritte Tor gehen wir nicht effektiv, nicht wirklich einfach zum Ball Richtung im zweiten Pfosten, wo wir den Ball klären müssen, dass Elversberg dann mit einem Mann mehr Ball hat, mehr Möglichkeiten nach vorne hat, ist auch klar. Ich glaube, in der Phase nach dem 1-0 haben wir eine Möglichkeit ranzukommen, vielleicht einen Ausgleich zu machen, aber letztlich war es dann zu schlecht verteidigt in der Box. Und mit einem 0-3 Rückstand war es dann klar sehr, sehr schwierig. Wollten in der zweiten Halbzeit dann kompakt verteidigen und immer wieder mal situativ vielleicht in die Balleroberung gehen, aber nicht das extreme Risiko einzugehen und letztlich dann kurz vor Schluss vielleicht noch mal ein bisschen das Risiko zu erhöhen. Und passt, glaube ich, ins Bild, dass wir dann mit einer 10 Minuten vor Schluss mit der Möglichkeit, einen Elfmeter mit ranzukommen und dann vielleicht ein größeres Risiko dann einzugehen, um noch was zu holen, den halt auch nicht machen und letztlich dann ein gebrauchter Tag von unserer Seite, wo vieles gegen uns gelaufen ist, aber wo wir einfach auch viele Fehler gemacht haben. Deswegen Glückwunsch an Elversberg. Glaube, eine Position in der Tabelle, der gerechtfertigt ist, weil sie es über einen langen Zeitraum auch jetzt schon sehr, sehr gut spielen, und viel Erfolg weiterhin. Danke. Ja, vielen Dank an die beiden Trainer für die erste Analyse. Kommen wir gerne zu den Fragen. Du hast die Verletzung von Boné Uafero angesprochen. Gibt es da schon so eine vorläufige Diagnose? Ist was Ernsteres oder ist es mit Hinblick auf die nächste Woche vielleicht reparabel? Das wird am Montag eine MRT-Untersuchung herausfinden, dass man bisher hat, er hat Schmerzen, mit Sicherheit eine starke Prellung, irgendwas mit Kapseln im Sprunggelenk, aber letztlich noch nicht genau zu definieren. Ja, vielleicht. Ja, also die rote Karte war dann natürlich ein Knackpunkt. Und dennoch wurde der Elfmeter ja dann pariert. Warum hat die Mannschaft denn darauf nicht so viel Energie ziehen können, dass man da das Spiel dann doch in der Folge vielleicht zumindest bis zur Halbzeit dann da die Null hält? Ja, war mit Sicherheit, also Verletzung, rote Karte und dann das frühe 1-0 war mit Sicherheit Knackpunkt. Ich glaube, wenn wir da länger einfach die Null halten und mit einem besseren Gefühl auch in die Halbzeit gehen können, ist dann vielleicht auch noch was möglich. Und letztlich war dann das 1-0 zu schnell nach der roten Karte. Die Reaktion direkt danach war, glaube ich, in Ordnung. Da haben sie schon, hatten wir ein, zwei Situationen offensiv, glaube ich, Kopfball Kuni, den man dann in so einem Spiel in Unterzahl machen muss, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, einen Punkt zu holen. Und von daher war, glaube ich, aber dann die Gegentore gerade 2 und 3 zu schlecht verteidigt. Gut, darf ich auch fragen. Darf mal Elversberg jetzt zur Meisterschaft gratulieren? Kollege nimmt das mit Sicherheit nicht an, von daher lasse ich es dann auch. Dann stelle ich die Frage an. Ja, ich glaube, nach dem Duisburg-Spiel die Reaktion in Köln, die super war, aber jetzt heute kann man das wirklich nur auf die Einheit, auf diese Vorfälle zurückführen, oder war die Mannschaft insgesamt heute vielleicht schon nach der Perl und zum Zeiten Pleite nicht so gut motiviert? Oder die Mannschaft war top motiviert, gestern hatten wir super Abschlusstraining, die wollten auch gerade für die Fans eine gute Leistung zeigen, von der Grundthematik, wie wir es angehen wollten, situativ Angriffspressing zu gehen und aber auch dem Gegner geschuldet zu sagen, wir stehen mal ein bisschen tiefer und deswegen auch Marvin Kuni in der Sturmspitze zu gucken, dass wir dann sein Tempo in den Umschaltmomenten nutzen. Ich glaube, das war in der Anfangsphase, der Kollege hat es ja gesagt, wir waren ein bisschen nervös, war auch nicht so viel Zug entwickelt, hat das, glaube ich, bis zur roten Karte auch so, war das pari pari. Wir waren jetzt nicht super gut, aber ich glaube, der Gegner war jetzt nicht so top im Spiel, wo man sagt, dass die jetzt besser waren. Das war bis zur roten Karte irgendwo ein ausgeglichenes Spiel. Und dann haben wir einfach in Unterzahl zu viele leichte Fehler gemacht. Deswegen, ich will das jetzt nicht auf die Unterzahl und
auf die Unterzahl und Verletzung von Heo Ferro schieben, sondern auch klar gesagt, wir haben dann zu viele Fehler gemacht. Aber es war jetzt keine schlechte Stimmung oder Angst. Die Mannschaft war willig, einfach da eine Reaktion zu zeigen und war im Grunde bis zur roten Karte war das auch, glaube ich, auch auf Augenhöhe das Spiel. Herr Steffen, der Kollege hat es ja schon eben gefragt. Trotzdem muss man nochmal konstatieren, dass Sie 50 Punkte haben nach 21 Spielen. Was ist denn gerade schwieriger, nicht aufzusteigen oder aufzusteigen? Auch das ist so, das ist noch nicht in meinem Kopf drin ist. Ja, also wir haben eine gute Punktzahl, wir haben tolle Spiele schon geliefert. Das ist das, was wir im Rücken haben, was uns Selbstvertrauen bringt. Und dann bereite ich das nächste Spiel vor. Das ist einfach, diese Gedanken in die weite Zukunft, das macht für mich keinen Sinn. Und ich will es auch nicht, dass die Mannschaft darüber irgendwie sich Gedanken macht, weil es hängt ab von dem, was wir tun wollen und müssen, um weiter erfolgreich zu sein. Und ich kenne Situationen, wo ich sage, dass da ein Schlendrian mal reinkommt bei dem einen oder anderen Verein in einer Situation, wo das irgendwie gut lief. Das darf nicht passieren, wird nicht passieren. Da bin ich sehr fokussiert selber und die Mannschaft eben auch. Weitere Fragen sind nicht erkennbar. Da bleibt mir noch der Hinweis auf die nächsten beiden Spiele am kommenden Samstag im Signal Iduna Park in Dortmund gegen Borussia Dortmund 2 und in 14 Tagen hier zu Hause an gleicher Stelle gegen Ingolstadt. Bleibt mir noch den Gästen, ja, lange nach Hause weg ist es ja nicht, aber alles Gute auf dem Weg in die zweite Liga, zumindest mal das kann man Ihnen wünschen und uns hier vielleicht noch einen persönlichen Abschluss hier im Ludwigspark. Bis demnächst und tschüss. Thank you.